Ja, es ist immer für mich schwierig am Ende, da möchte man noch das Beste sagen, okay? Und also Gott hat uns wirklich hier, der ist uns begegnet, Amen. Er ist uns begegnet. Ich habe um eine Erfrischung gebetet für das Haus des Lebens und ihr habt sie gebracht. Der Heilige Geist ist hier. Und wisst ihr, wo Menschen hungrig sind, nämlich Vakuum zieht an die Gegenwart Gottes. Amen. Wisst ihr, wir beten mehr von dir, Herr, aber er will mehr von uns. Wenn wir ihm mehr von uns geben, dann hat er Platz, da kommt er schon. Aber nicht nur in Draufgabe zu dir, okay? Du lässt los und er gibt dir alles von sich selbst. Amen. Wisst ihr, ich habe schon erwähnt, dass Jesus nie gekommen ist, um aus schlimmen Menschen brave zu machen. Nie. Sondern aus Toten Lebendige. Amen. Und ich glaube, es ist viel Leben geflossen in diesen Stunden. Amen. Und da möchte ich euch jetzt noch vorlesen, das ist nämlich mein Geheimnis. Wisst ihr, das Leben mit Gott ist so einfach. So einfach. Und weil wir so kompliziert sind, kapieren wir es nicht. Wir suchen das Komplizierte. Es ist einfach. Wir sollen in die totale Abhängigkeit kommen. Und da habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, ich habe so viel gepredigt in letzter Zeit, dass ich nicht mehr weiß, wo ich was gesagt habe. Aber bei einer Wirtschaftskonferenz kommt eine Frau an unseren Tisch und mit dem Baby an ihrer Brust, sie war über 40, hat das erste Kind geboren, voller Freude, sagt sie, heute hatte ich eine Offenbarung. Dieses Kind ist vollkommen abhängig von mir. Ich stille es, ich reinige es, ich schaue, dass es genug Ruhe bekommt, dass es ordentlich angezogen ist, dass es beschützt ist. Dieses Kind ist vollkommen abhängig von mir. Da sagt der Herr zu mir, genauso will er, dass du von mir bist. Amen. Genauso. Und wisst ihr, wir sollen werden wie die Kinder, nicht kindisch, kindlich, voller Vertrauen, voller Glauben. Und dieses Kindlein, ihr Lieben, also ich finde es unwahrscheinlich beglückend, wenn ein Kind dir voll und ganz zugetan ist. Wenn man dieses Vertrauen spürt eines Kindes. Du kannst in die Luft werfen und es kichert doch, weil es weiß, es wird aufgefangen. Amen. Und dieses Vertrauen möchte, dass wir mit Gott haben. Amen. Aber da möchte ich euch jetzt noch vorher eine andere Geschichte vorlesen. Wisst ihr, wie Gott mich gerufen hat zu predigen? Ich habe gesagt, Herr, ich bin ja keine Theologin. Dann hat er gesagt, das war ich auch nicht. Aber du kannst Geschichten erzählen. Und jetzt tue ich halt lauter Geschichten erzählen. Ihr Lieben, aber der Herr Jesus hat auch lauter Geschichten erzählt. Und in den Geschichten ist die Wahrheit verborgen. Amen. Und die merken wir uns. Und die Geschichten sind für die kleinen Kinder genauso wie für die Erwachsenen. Da trifft alles immer, okay? Ja, da war ein großer König. Wisst ihr, das Grundprinzip in unserem Leben muss sein, Gott ist gut. Wenn wir das in unserem Herzen haben, Gott ist besser als alles andere in unserem Leben, dann wächst Vertrauen, dann wächst Glauben, dann können wir uns loslassen. Amen. Ich kann mich nicht in jemanden loslassen, wo ich weiß, der missbraucht mich. Sollst du auch nicht. Amen. Aber Gott missbraucht niemanden. Er segnet, er heilt. Und da war ein großer König, der hatte einen treuen Diener. Und dieser war von Gottes Güte völlig überzeugt. Ganz gleich, was geschah, und immer wieder sagt er zu seinem Herrn, mein König, sei nie entmutigt, denn alles, was Gott tut, ist perfekt. Er macht nie einen Fehler. Eines Tages gingen sie auf die Jagd und ein wildes Tier griff den König an. Dem Diener gelang es, das wilde Tier zu töten, aber er konnte nicht verhindern, dass der König dabei einen Finger verlor. Zornig und ohne die geringste Dankbarkeit, dass der Diener ihm das Leben gerettet hatte, schrie der König, ist Gott gut? Wenn er gut wäre, dann hätte er verhindert, dass mich das wilde Tier nicht angreift und vor allem hätte er verhindert, dass ich keine Finger verliere. Der Diener antwortete, mein König, trotz all dieser Geschehnisse kann ich immer wieder nur sagen, Gott ist gut und er weiß, warum er etwas zulässt. Gott ist perfekt und er macht nie einen Fehler. Überschäumend vor Zorn über diese Antwort ließ der König den Diener ins Gefängnis werfen. Einige Zeit später ging der König wieder jagen und geriet in eine Horde von Menschenfressern, die ein Opfer suchten.
Als er schon auf dem Altar angebunden lag, um geopfert zu werden, entdeckten sie, dass ihm ein Finger fehlte. Sofort lösten sie die Stricke und der König wurde freigelassen. Das Opfer musste ohne Makel und Tadel sein. Nach seiner Rückkehr ließ der König den Diener aus dem Gefängnis holen und empfing ihn mit viel Wärme und Dankbarkeit. Mein Lieber, Gott war wirklich gut zu mir auf dieser Jagd. Sie wollten mich gerade töten, als sie entdeckten, dass mir ein Finger fehlt. Da ließen sie mich wieder frei. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn Gott so gut ist, warum hat er dann erlaubt, dass ich dich ins Gefängnis gesteckt habe? Mein lieber König, wenn ich mit dir auf dieser Jagd gewesen wäre, dann hätten sie mich an deiner Stelle geopfert. Denn mir fehlt kein Finger. Darum will ich nochmals betonen, Gott ist immer gut. Er weiß, was er tut und macht nie einen Fehler. Amen. Und wie oft ich sage im Leben, Herr, verstehen du es nicht, mein du es auch nicht, gebetet habe ich auch nicht dafür, aber danke. Du musst wissen, warum du es zugelassen hast. Amen. Und du hast versprochen, dass du alles in meinem Leben zu Besten zusammenwirken lässt, auch wenn es jetzt wehtut. Ich danke dir, dass was Besseres vor mir liegt. Amen. Wir wollen oft das Gute haben, aber Gott hat das Beste. Amen. Und das Beste dauert etwas länger als das Gute. Ja, und jetzt möchte ich euch noch ein paar, ja, also ihr habt es verstanden, gell? Ja. Gott macht keine Fehler. Auch wenn wir es nicht verstehen. Aber im Rückblick verstehen wir alles. Alles. Alle Neins in meinem Leben haben sich jetzt als ein Plus entwickelt. Amen. Alle Neins von Gott. Amen. Und wir sind jetzt hoffentlich in dieser Woche vom Tod ins Leben durchgebrochen. Amen. In Epheserbrief 2, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Ja, da muss ich euch was sagen. Ich war ja auch römisch-katholisch. Katholisch können wir schon sein, aber nicht römisch. Und ich hab ja mitgelebt mit der ganzen Tradition der römischen Kirche und die Karwoche, bevor ich verheiratet bin, die ganze Woche vor dem Kreuz gekniet und habe nur geheult mit Jesus am Kreuz. Und einmal knie ich wieder dort, klopft mir jemand auf die Schulter, schaue ich um, ist keiner da. Sage ich, ich leide weiter mit Jesus. Klopft mir wieder jemand auf die Schulter. Sage ich, ja, wer ist denn das? Sage, Herr Jesus, bist du das? Sagt er, ja. Sage ich, ja, warum klopfst du mir auf die Schulter? Sagt er, ich hänge da oben nicht mehr. Halleluja, ihr Lieben, ich bin auferstanden. Du betest immer noch den Toten an. Und wisst ihr, in der römisch-katholischen Kirche, was haben wir als Hauptsymbole? Das Baby in der Krippe zu Weihnachten und den toten Jesus am Kreuz. Würdest du einem Baby oder einem toten Mann dein Leben anvertrauen? Gott sei Dank nicht. Er lebt. Amen. Er lebt. Ihr Lieben, ich liebe die Katholiken, aber manches nicht, nämlich was anderes. Gott hat mich einmal gefragt, weil ich ja so römisch war, ja, wer ist für dich gestorben, die römisch-katholische Institution oder ich? Hat alle Konfessionen für mich getrennt von Jesus. Amen. Nicht Konfessionen sind unser Ziel. Jesus ist unser Ziel. Und Jesus trennt zurzeit alles. Amen. Ich sag's euch, wir werden einiges erleben. Es geht um Reich Gottes. Es geht um Leib Christi. Und da seid ihr eine lebendige Zelle. Und da hat Gott für dich und für mich eine große Aufgabe. Gott wird dich in Stellen führen, wo kein anderer hin kann. Und da bist du das Licht. Und du der Botschafter. Amen. Wir sind Botschafter hier auf Erden an Christi Stadt. Ja, lasst mich noch ein bisschen weiterlesen da. Wir alle haben früher, ihr wart nämlich tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wenn man die Welt schaut, ihr Lieben, der Geist herrscht mächtig. In Radios, im Fernsehen, in überall, okay? Und der spricht die Sprache der Hölle und die ist Angst. Amen.
Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Amen. Wir haben jetzt 2000 Jahre gelebt, ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier. Und gebetet haben wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Leere Worte. Und jetzt sagt Gott, Schluss damit. Jetzt werdet ihr leben, was ihr gebetet habt. Amen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Es ist nichts als Gnade. An Gottes Segen ist alles gelegen, ihr Lieben. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tode auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Hat mir jemand eine Karte geschickt, was machst du unter deinen Problemen? Du sitzt in himmlischen Örtern. Wir müssen den Blickwinkel ändern. Amen. Unsere Probleme sind unter unseren Füßen und darum können wir sie auf Gott werfen. Amen. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er an uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Amen. Das muss uns klar werden. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Amen. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Amen. Wisst ihr, ich bin draufgekommen, Gott will gar nichts, außer hier bin ich Herr. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst du mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die Welt nicht geben und ich nehmen kann. Amen. Da musst du aber deine Identität, mit der du dich bisher identifiziert hast, außer dem Erlösungswerk Jesus Christus, musst du ablegen. Weißt du, ich habe mich lebenslänglich angestrengt, ein braver Mensch zu werden. Ich würde keinem raten, das ist ein vorherender Vorsatz. Du musst immer das tun, was andere nicht wollen. Und ich habe mich angestrengt und ich habe bereits den Ruf gehabt, ein braver Mensch zu sein. Und dann hat Gott mich in einen Burnout geführt. Ich war zwar nie bei einem Arzt, aber das war Heiliggeist geführt. Ich konnte nichts mehr. Ihr Lieben, ich konnte nicht einmal mehr meine Augen öffnen in meiner Kraft. Dann habe ich gesagt, Herr, willst du, dass ich so als Gemüse herumliege den Rest meines Lebens? Verherrlich dich das? Sagt er, mach alles in meinem Namen. Dann habe ich gesagt, in Jesu Namen, ihr Augen öffnet euch. Sind sie aufgegangen? Meine Hände waren noch schwer wie 1000 Kilo. Linke Hand, bewege dich. Dann hat sich nur die Hand bewegt. Arm auch, in Jesu Namen. Und so musste ich den ganzen Tag, 3 Wochen, alles in Jesu Namen tun. Sonst hat mir nichts mehr gehorcht. Nach 3 Wochen habe ich es kapiert. Mein Leben ist Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Amen. Und da müssen wir hinkommen, ihr Lieben. Und darum sagt er, er ist in den Schwachen mächtig. Die wissen, ich hab's nicht, ich bin's nicht, ich kann's nicht. Aber, und das ist immer der richtige Aberglaube, okay? Aber Christus in mir ist die Fülle. Amen. Er ist alles. Ich habe meine Kinder so erzogen, dass sie richtig wissen, wer sie in Jesus sind. Habe ich euch das erzählt, wie eine, die sitzt sogar da, liebe Helga, kannst du dich erinnern, sie kommt zu Ostern zu uns, meine Tochter ist 3,5 Jahre, sagt, Angel, jetzt kommt dann bald der Osterhase, freust du dich? Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht.
Ich war sprachlos. Sagt sie, was glaubt denn ihr dann? Ja, wir glauben, dass Jesus gestorben ist, jetzt ist er auferstanden und jetzt lebt er. Ich habe gesagt, ja, fantastisch. Einige Zeit, und sie wollte immer mitreden mit mir, ich habe sie schon als Baby überall mitgenommen, in Europa, überall. Die ist fast mehr bekannt wie ich. Und dann wollte sie immer mitreden mit uns. Dann sagt die Helga, Angel, bist du noch so klein, kannst du auch nicht immer mitreden? Sagt sie, ja, ich bin noch sehr klein. Aber in mir wohnt ein großer Gott. Ich sag's euch, ich bin zerschmolzen vor Dankbarkeit. Aber ich sag, das Kind überlebt auch ohne mich. Halleluja. Amen. Wir müssen dieses Gottesbewusstsein in die Kinder bringen. Und da sind die Eltern dafür verantwortlich. Amen. Und das müssen sie bei euch spüren. Meine Kinder sagen immer, Mama, das Beste, was du uns gegeben hast, ist dein Glaube. Dein Glaube. Und das müssen wir vermitteln und das müssen wir jetzt ausstrahlen, überall, wo wir sind. Amen. Und da können wir auch fröhlich sein darin, ja. Und auch andere Sachen einmal deklarieren, für was wir sie halten, ja. Ich habe doch erzählt, wie ich denn, in Uganda habe ich noch nie eine Schutzmaske getragen, gehe nicht in die Stadt. Ja, wir haben ein riesiges Gelände, ich brauche gar keine Schutzmaske tragen, weil ich ja überall daheim bin. Und dann steige ich in das Flugzeug ein Belgium Air in Kampala. Der Kapitän hat eine Schutzmaske gehabt. Ich habe nur die Augen, ganz einen kleinen Schlitz gesehen. Dann habe ich gesagt, wen haben Sie gebissen? Sagt er, wieso? Sage ich, in meinem Land kriegen nur Hunde, die beißen solche Schutzmasken. Ihr Lieben, ich habe ein schönes grünes Tuch gehabt, das habe ich mir im Kopf gehängt. Die haben nicht gesehen, ob ich da drunter eine Maske habe oder nicht. Ihr Lieben, bitte steht auf und steht für die Wahrheit. Nicht aus Rebellion. Nicht aus Rebellion. Amen. Aber wem glauben wir mehr? Ihr Lieben, jedes Jahr sterben mehr Leute von der normalen Grippe und keiner scheißt sich drum. Von Abtreibung, von falschen Medikamenten, von AIDS. Viel mehr. Das war eine geringe Zahl in diesem Jahr. Es ist nur Angst. Und die meisten, die gestorben sind, sind an einem anderen. Die sind an Blutgerinnseln gestorben, weil sie sie falsch behandelt haben. Oh, ich sag's euch, ich könnte schreien vor. Eine Verarschung sondergleichen. Amen. Jetzt manche denken, der Rebell da vorne. Ihr Lieben, ich arbeite lieber mit Rebellen, wie für Eingeschlafenen. Amen. Wacht auf! Jetzt ist noch Zeit zum Reden. Nicht verdammen. Nicht verdammen. Also ich sage es euch bei uns, ich stehe auf in der Früh, kurz nach 5, da ist schon überall Lobpreis rundherum. Predigt, Lobpreis, die kommen zusammen und loben und preisen Gott. Sie haben mich gefragt, was ist die beste Waffe dagegen? Aber ich sage, nicht Schutzmasken, Lobpreis. Lobpreis, preis den Herrn. Preis den Herrn. Amen. Die Israelis haben bei jedem Kampf vorne wen gehabt? An der Spitze. Die Lobpreiser. Amen. Die Lobpreiser. Und ich bin jetzt ganz dahinterher, dass mein Sohn Patrick, der eine große Salbung hat, für Lobpreiser freizusetzen, dass wir eine Armee freisetzen von Lobpreisern. Und dann... Ich vertraue, dass da strahlender Freude und vor allem der Daniel vielleicht mithilft, dass wir auf dem Gebetsberg eine große, große Schule für geistliche Väter beginnen. Wir brauchen Väter und Mütter. Amen. Aus Mangel an Vätern nennen sogar manche meiner Mitarbeiter mich ihren geistlichen Vater. Aber das gebe ich gerne ab, diese Rolle. Ich will eine geistliche Mutter sein, aber wir brauchen geistliche Väter. Steht auf und setzt die nächste Generation frei. Wisst ihr, Väter möchten, dass ihre Kinder weiterkommen wie sie. Und wir haben einen Haufen gehabt, die nur geschaut haben, dass sie groß dastehen. Und das geht jetzt unter. Gott sucht Väter. Jesus hat gesagt, wir werden größere Dinge tun als er. Da habe ich immer wieder gesagt, Herr, ich bin froh, wenn ich nur das tun kann, was du gemacht hast. Hat er gesagt, du wirst schon sehen. Und mit unseren Medien, wir können mit einer Predigt rund um die Welt predigen. Amen. War bei Jesus nicht möglich. Schon allein deshalb. Halleluja. Ihr Lieben, Gott hat Großes vor mit dir. Und zwar weit größer, als du dir vorstellen kannst. Amen. Und wir sind seine
Repräsentanten auf der Welt. Ich wurde durch der Fürst Castell, mit dem bin ich befreundet, also jetzt ist er schon in der Herrlichkeit, aber mit seiner Frau, die haben mich besucht in Uganda und dann haben sie gesagt, Maria, wenn Aristokraten ein Land besuchen, wollen sie den König besuchen. Ich sage, ja, das ist lustig. Ich sollte ihnen einen Termin beim König verschaffen, okay? Dann habe ich gesagt, lasst uns beten. Dann habe ich gebetet und sage, Herr, wie kriege ich einen Termin beim König von Uganda? Wir haben 9 Königreiche in Uganda, aber das ist der größte. Sagt mein Herr, ich soll die deutsche Botschaft anrufen. Und die soll mir helfen, den Kontakt zu kriegen. Habe die deutsche Botschaft angerufen. Übrigens, unser Werk wird als deutsch überall eingestuft. Wie viele Österreicher sind hier? Schaut euch das an. Wie viele Deutsche sind hier? Okay. Es ist ein deutsches Werk in Österreich. Amen. Und wir sind sehr bekannt bei der deutschen Botschaft in Uganda. Dann habe ich gesagt zur Sekretärin, ich bräuchte dringend einen Termin beim König von Buganda für einen Aristokraten aus Deutschland, ob sie mir helfen. Ja, das haben sie dann getan. Und dann waren wir bei dem König. Und schon beim Botschafter sitzen wir im Büro und denken wir, jetzt bin ich aber gespannt, wen die ausgewählt haben als Vertreter für ganz Deutschland. Weil jeder in Uganda, der den trifft, glaubt, das ist Deutschland. Okay? Wir sind Repräsentanten, Botschafter. Und dann kommt der herein, ein Mann mit weißem Haar, groß, so ähnlich wie der Daniel, und eine Ausstrahlung. Dann haben wir gedacht, da sind alle Probleme weg. In der Gegenwart dieses Menschen sind alle Probleme weg. Und wisst ihr was? Hat der Herr gesagt, genauso möchte ich, dass du bist. Dass in deiner Gegenwart die Menschen empfinden, jetzt sind meine Probleme gelöst. Amen. Wir sind Botschafter. Botschafter. Und jetzt möchte ich noch etwas, wir möchten auch noch Zeugnis geben heute. Aber ich möchte heute aus euch heiße, radikale Kolonialisten machen. Das werde ich euch das näher erklären. In Uganda, ihr seid keine 2 Tage in Uganda, werdet ihr begreifen, wir sind von einer Nation weit weg sehr beeinflusst worden. Was glaubt ihr, welche? England. Wir sprechen Englisch, bin ich sehr dankbar, weil wir haben über 60 Sprachen in Uganda, aber mit Englisch kommt man überall durch, ja. Da bin ich dankbar, das ist fast das Einzige. Wir fahren links, da bin ich auch dankbar, weil viele Leute haben mich in Europa immer gefragt, ob ich in England den Führerschein gemacht habe. Jetzt darf ich links fahren. Ihr Lieben, wir haben das englische Schulsystem. Total. Die kennen die europäische Geschichte. Kommt mein Sohn, der Richard, der schon in der Ewigkeit ist, vor dem letzten Jahr, vor dem Abitur zu mir und sagt, Mama, erzähl mir vom Andreas Hofer. Wer kennt den von euch? Wenige, also nicht viele, okay? Andreas Hofer. Sag ich, wie bitte? Sagt er, ja, Mama, den musst doch du kennen. Der hat doch 1809 in Bargiesel gekämpft gegen Napoleon, da wohnst du doch. Sag ich, wie bitte? Wo ist denn das her? Das lernen wir jetzt in der Geschichte, im Busch in Uganda. Wie wichtig ist das? Wie ich ihn das erste Mal dahergenommen habe, ich habe jeden Tag müssen sagen, da schauen wir abends im Lexikon nach. Ja? Der hat mich Sachen gefragt über die Könige, die Volk, der hat alles gewusst. Und das ist Kolonialisierung. Wir haben das britische Gerichtssystem. Bei uns sitzen bei der Affenhitze die Richter mit weißen Perücken in diesen Gebäuden und schwitzen wie verrückt. Britisch. Die Geschäftsleute, Anzüge mit Krawatte, bei 30 Grad trinken sie noch englischen Tee heißen, statt einen kalten Eistee. Ist kolonialisiert. Amen. Und da ist noch was ganz Furchtbares passiert. 1835 haben die Briten riesige Mengen an Kundschaftern nach Afrika geschickt, um zu erkunden, wie man diesen Kontinent sich untertan machen kann. Die haben folgenden Bericht gebracht. Wir haben den reichsten Kontinent der Welt gefunden. Wunderbare Menschen, fröhliche Menschen mit Lebenskraft. Wir haben keinen einzigen Bettler, noch keinen einzigen Arbeitslosen gefunden. Sie haben starke Strukturen, sie investieren sich sehr in ihre Kinder. Den einzigen Vorschlag, den wir euch geben können, um diesen Kontinent untertan zu machen,
ist, wenn wir sie überzeugen, dass das, was wir bringen, besser ist als das, was sie haben. Es ist ihnen hundertprozentig gelungen. Diese Hautfarbe ist für sie besser als ihre. Aber ich schimpfe sie zusammen, was es nur gibt. Jetzt haben sie gesagt, also wenn ich dann jetzt noch langsam aufhören, dann fangen sie mir uns schwarz an wollen. Ihr Lieben, wir sollen uns mit niemandem vergleichen. Amen. Wir sind Geschöpfe Gottes und Gott ist schon mal kreativ. Wenn du dich mit Leuten vergleichst, dann wirst du eine lausige Kopie. Gott möchte, dass du als Original stirbst. Er hat nur Originale. Und ich bin jetzt dabei. Wisst ihr, da oben ist unser größtes Problem. Da ist unser größtes Problem. Wie wir denken. Wie der Mensch denkt, so ist er. Und ich bin jetzt dabei, da in dem Einfluss, den Gott mir gegeben hat, das Denken der Afrikaner zu verändern. Beim letzten World Cup im Fußball habe ich überall verkündigt, voller Freude, das war ein afrikanischer Sieg. Sagen sie, ja, bist du nicht ganz bei Trost, das war Frankreich. Da habe ich gesagt, schaut mal, wer die Tore geschossen hat. Alles Afrikaner. Amen. Und unser Präsident, Gott sei Dank, er ist zwar auch noch nicht ganz frei, denn wenn ich mit einer großen Delegation, sie laden mich immer wieder ein, ihn zu besuchen, und dann soll ich immer die Sprecherin sein. Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ihr müsst sprechen. Nein, Mama, der hört auf dich viel mehr. Ich habe gesagt, das muss sich ändern. Amen. Aber der Österreicher ist genauso blöd, wisst ihr. In Österreich ist alles besser, was von außen kommt. Der Österreicher, es stimmt nicht. Der Österreicher schätzt seine eigenen Leute nicht, sondern alles, was von außen kommt. Darum schätzen wir euch Deutschen so sehr. Wir müssen so werden wie Jesus und uns vergleichen nur mit Jesus. Amen. Wir sind Vertreter des Königs aller Könige. Und du hast einen Auftrag, den kein anderer erfüllen kann. Gott hat für dich ein Missionsfeld, dass kein anderer je bekommen wird. Amen. Du bist entweder ein Missionsfeld oder ein Missionar. Und ein Missionar ist ein Bringer von guter Botschaft, froher Botschaft. Ermutigt die Menschen. Bringt sie zu Jesus. Und lasst euer Leben in Christus so scheinen, dass sie wollen, was ihr habt. Das ist einmal wesentlich. Denn wer du bist, ist viel kräftiger in der Aussage, als was du sagst. Die Leute werden vergleichen. Wenn du das, was du sprichst, nicht bist, kannst du vergessen. Aber je mehr du identisch bist, dass Christus in dir auch durch dein Sprechen, durch dein Denken, durch dein Handeln wirkt, ihr Lieben, da sind wir authentisch. Und Matthias, du wirst sehr authentisch. Danke. Halleluja. Amen. Amen. Und wisst ihr was? Gott hat mir mal gesagt, es braucht echte Sünder, um daraus echte Heilige zu machen. Ja, es braucht Mut. Es braucht Mut. Schaut einmal den verlorenen Sohn und seinen Bruder. Der verlorene Sohn, der hat gesagt, wenn ich nur das Geld habe, ja, wenn ich mein Erbe habe, hau ich ab. Der andere sitzt zu Hause und denkt, ich tue alles für den Vater, der wird mir schon geben. Und der hat den Bruder verurteilt. Na, der Bruder war echt, er war unecht. Ich hoffe, dass der auch noch die Gnade gefunden hat. Weil er wollte nicht einmal hineingehen, wie der Bruder gekommen ist. So zornig war er auf den Vater. Gnade ist unfair, ihr Lieben. Gnade ist unfair. Da kriegen wir nicht, was wir verdienen. Und Leute, die sich alles verdienen wollen, die sitzen dann da und sind sauer auf dich. Mein Vater hat immer gesagt, so was Unfaires, dein Leben. Du kriegst alles geschenkt. Sage ich, ja Papa, Gnade ist sehr unfair. Da kriegen wir, was wir nicht verdienen. Amen. Halleluja. So ihr Lieben, Gott möchte dich zu einem heißen Kolonialisten machen. Radikal. Wo du bist, soll der Wohlgeruch des Reiches Gottes sein. Amen. Wo du bist, soll die Freude am Herrn sein. Wo du bist, soll Schönheit sein, Reinheit, Herrlichkeit, Segen. Amen. Und da möchte ich euch jetzt ein Buch empfehlen. Also da wisst ihr,
ich habe jetzt so eine Freude, dass Gott uns hier und auch in Afrika, das ist so prophetisch, dass er uns zusammengebracht hat mit strahlender Freude. Denn diese Menschen haben was 2014, habt ihr das Buch geschrieben? 2014 haben sie das Buch geschrieben, wie heißt es? Die 40 Tage Reich Gottes. Wisst ihr, das Reich Gottes hat begonnen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem. Aber wir sind jetzt 2000 Jahre in der Wüste herumgelaufen. Haben uns immer an den gleichen Steinen gestoßen, gemeckert, geraunzt, gemurrt, geknurrt, rebelliert und nicht durchgebrochen in das verheißene Land. Jetzt kommt das verheißene Land. Und im verheißenen Land, im Reich Gottes, sind andere Spielregeln. Das sind ganz andere Spiegel. Ich sage euch, da ist alles verkehrt. Weißt du, viele Leute haben mich schon lange verrückt erklärt. Sage ich, Halleluja, du hast es erkannt. Ich wurde verrückt aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes. Amen. Und das ist es jetzt. Wir werden verrückt aus dem Reich der Finsternis, der Welt, hinein in das Reich Gottes. Und wir lernen, in seinen Prinzipien zu leben. Und die sind anders. Da reinigt Blut. Wo reinigt in der Welt schon Blut? Im Reich Gottes werden die Letzten die Ersten sein. In der Welt. Kämpfe. Da hat uns eben Jesus gelehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und da gibt es dann, wisst ihr, im Himmel ist keine Armut. Und ich bin so dankbar. Diese Afrikaner, die haben so einen heißen Draht zur geistlichen Welt. Meine Tochter hat schon mit 4 Jahren gesagt, gell Mama, in der neuen Welt, und ich habe nie drüber gesprochen mit ihr, in der neuen Welt, da gibt es dann keine Tränen mehr, da gibt es keine Gewalt mehr. Und da darf ich dann einen Löwen als Haustier haben. Und eine große Schlange, sage ich, okay. Jetzt möchte ich selber ein Löwenbaby aufziehen. Ein weibliches als meine Hauskatze. Dann kommt mich nur besuchen, wer das Herz des Daniel hat. ihr Lieben, ich glaube sogar, dass die Tiere im Reich Gottes gesprochen haben. Die Schlange hat gesprochen. Amen. Und jetzt ist nur so ein bisschen durch diese Verwirrung, ist nur ein bisschen wuh, 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 miau, 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 übrig geblieben. Aber die haben gesprochen. Amen. Ich habe jetzt 13 Kühe. Ich habe einen, der spricht die Kuhsprache. Ich sage, die musst du mir lernen. Ich will mit meinen Kühen reden. Ich will, dass sie kommen und wir uns umarmen können. Gesalbt habe ich sie schon. Ich habe sie eingesperrt in einem Pferch und dann habe ich Öl auf sie gegossen. Amen. Ihr Lieben, Gott will, dass wir in Harmonie leben. Mit Gott, mit uns selbst, miteinander, mit der Natur, mit den Tieren, mit allem. Amen. Ihr seid noch nicht richtig begeistert. Gott möchte Harmonie in allem. Amen. Ich sage es euch, ich habe einen kleinen Hund geschenkt. Ich habe schon einen Hund geerbt von meinem Sohn. Jetzt habe ich noch einen zweiten Labrador, einen kleinen Geschenk gekriegt. Und das ist ein ganz großer Schlingel. Der frisst alle Eier von unseren Hühnern. Und wenn die anderen ihn schimpfen, kommt er und leckt meine Zehen wie verrückt. Sage, hast wieder ein schlechtes Gewissen, du Schlangel, du, gell? Leckt er mir die Zehen, quasi vergib du mir. Amen. Die Tiere, also ich sage es euch, wie oft Gott schon durch Tiere gesprochen hat. Sitze ich im Büro, höre ich ein lautes aufs Fenster, so. Auf die Türe. Sage ich, herein bitte. Geht niemand herein. Nochmal klopft. Sage ich, bitte kommt herein. Berührt sich nichts. Stehe auf, steht niemand bei der Tür. Sage ich, wer klopft denn da? Schaue ich am Balkon, sitzt so ein großer Vogel mit so einem Schnabel, ein Hornbill, auf meinem Geländer. Und zuerst ist er unten gesessen und hat mit dem Schnabel auf meine Fenster geklopft. Sage ich, hoch einmal, willst du mein Fenster einschlagen? Warum bist du gekommen? Und ich habe gerade ein Problem gehabt, das ich lösen wollte, ja. Oder halt den Herrn gebeten habe. Fliegt er auf mein Geländer und putzt sich so das Gefieder ab. Plötzlich fängt er an. Also der singt nicht schön, aber er hat gesungen, wie er konnte, ja. Gott will einen frohen Lärm. Sage ich, ja, willst du, dass ich den Herrn lobe und preise? Bin ich aufs Klavier, habe ein bisschen Klavier gespielt, er sein Wuh, 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 da draußen und die Sache hat sich gelöst.
Halleluja. Jedes Mal, wenn ich jetzt komme, einen Engpass habe, ist der Vogel da. Und sagt mir, ich soll den Herrn loben und preisen. Wisst ihr, ich bin hochtheologisch, ja. Gott spricht zu mir einen hochtheologischen Dialekt. Ah, na bitte. Ich bin sehr naiv und so Gott muss mit mir sehr naiv sprechen. Dann überlege ich mir einmal, bin ich im Büro, sagt mir Gott, ich soll eine große Summe an ein anderes Werk schenken. Ich sage, Herr, das ist ein bisschen viel. Geh bitte, bestätige mir, ob das schon stimmt. Wieder das Klopfen. Ich gehe am Balkon, sitzt der Hornbill mit seinem Weibchen auf dem Balkongeländer. Mit einer riesigen Libelle in seinem Schnabel. Sage, was willst du denn heute sagen? Füttert er das Weibchen mit der Libelle. Sage, okay, soll geben. Amen. Halleluja. Wunderbar. Gott spricht den ganzen Tag. Wir müssen nur die Ohren richtig eingestellt haben. Auf Empfang. Auf Glaubensempfang. Amen. Und wisst ihr, wo ihr seid, soll Herrlichkeit Gottes sich manifestieren. Ja. Gott hat mir im höchsten Norden gesagt, wir sollen dort ein Zentrum bauen. Das sind die Ärmsten der Armen, im höchsten Norden, 500 Kilometer weg. Die Landschaft schaut fast ein bisschen ähnlich aus wie hier, mit hohen Bergen. Und es ist ein etwas auch gefährliches Gebiet dort, weil das waren nur Nomaden. Und die haben sich gegenseitig die Kinder erschossen, damit sie die Tiere stellen können. Aber es ist besser geworden schon inzwischen. Und da bin ich dann da hinauf. Und ja, und dann hat, und ein total trockenes Gebiet. Also wenn es zweimal im Jahr regnet, ist es viel. Und dann haben die mich aufgenommen, sofort in ihren Clan, nach ein paar Besuchen. Und ja, ich heiße Nakiru. Nakiru heißt Regen und Segen. Und dann habe ich gesagt, Herr, jetzt musst du es aber manifestieren. Ich empfange den Namen, aber du musst es jetzt tun. Und dann haben wir Häuser gebaut und die haben nirgends eine Dachrinne dran gemacht. Sag ich, Dachrinnen machen. Dachrinnen, Mama, da braucht man keine Dachrinnen in Uganda, in Karamoja. Da regnet es nie. Sag ich, der Papa hat gesagt, Dachrinnen. Dachrinnen. Haben sie Dachrinnen gebaut. Da habe ich gesagt, und außerdem hat der Herr mir gesagt, ich soll Regenwasser auffangen. Wisst ihr, das klingt alles in einem Gebiet, wo es nie regnet. Wenn er in der Sahara anfängt, sowas bauen. Ja. Dann sage ich, ich soll große Plattformen, also Fundamente machen für riesige 10.000 Liter Wassercontainer. So, dann habe ich die Wasser, dann habe ich die Wasser, die haben es gemacht, aber die haben mich dauernd ausgelacht, ja. Die Mama, die hat keine Idee, aber wir müssen gehorchen, ja. Dann habe ich Container gekauft, habe ich 24 Container gekauft. Wassercontainer, riesige. Habe die im Fußballplatz aufgestellt. Und durch die Gnade Gottes hat mir die First Lady versprochen, alle Transporte dorthin wird das ugandische Militär übernehmen. Die haben alle Zementsäcke, alles Eisen, alles haben die da hinauf geliefert, ohne mir einen Euro zu verrechnen. So, und dann habe ich den General, das ist ein General, der für die ganzen LKWs verantwortlich war, wieder angerufen und gesagt, Herr General, ich hätte wieder eine Lieferung nach Karamoja. Sagt er, und was hast du? Sag ich, ich habe ein paar Wasserfässer. Ja, sagt er, die schaue ich mir an. Ja. Kommt er, stehen auf dem Fußballplatz 24 von diesen riesigen Dingen. Sagt er, das willst du nach Karamoja liefern? Wir haben in ganz Uganda keinen Transportmittel, das da hinaufkommt. Sage ich, ja, was soll ich denn dann tun? Und wisst ihr, manchmal dieser männliche Stolz, ich schaffe es schon, ja. Hat er gesagt, überlass das mir. Habe ich gesagt, okay, der hat in Kenia 8 LKWs bestellt, die hinten eine riesige Ladefläche hatten. Diese 8 LKWs kamen und haben diese 24 Fässer, je 3 Fässer, nach Karamoja geführt. Ich wollte an diesem Tag nicht auf der Straße sein, da war der Verkehr blockiert 500 Kilometer. So, und dann sind die nach Karamoja gekommen. Und jeder hat gedacht, diese Europäerin, die hat nicht alle Tassen im Schrank. Wasserfässer für Karamoja, wo es nie regnet, okay? Aber Gott hat mir den Auftrag gegeben. So, und dann haben sie das installiert, ja. Und dann hat mich der Bürgermeister von Moroto, das ist die nächste Hauptstadt, angerufen
zwei, drei Monate später sagt, Mama Maria, ich muss dir sagen, wie diese Wasserfässer gekommen sind, hat ganz Karamocha gelacht und hat dich wirklich ausgelacht. Wie du so blöd sein kannst, um sowas daher zu liefern, das brauchen wir nie. Es regnet ja nicht hier. Aber inzwischen fließen die alle über. Inzwischen haben sie mich schon angerufen, ich soll aufhören beten für Regen. Sie haben Überschwemmungen. Halleluja. Aber wisst ihr, das ist nur der blanke Gehorsam. Wenn ich auf meinen Verstand gehört hätte, hätte ich gesagt, oh, das mache ich nicht, da gibt es ja kein Wasser da oben. Nicht der Verstand. Der Herr sagt, ich vertraue, wir sollen sagen, ich vertraue nicht auf meinen Verstand. Amen. Gehorche Gott, ganz gleich, was er sagt. Er hat mich einmal gefragt, ob ich den Glauben von Noah möchte. Ich sage, Herr, lass mich nachdenken, wie war das? 100 Jahre hat er ein Schiff gebaut auf einem Berg, wo es kein Wasser gegeben hat. Ich sage, Herr, kannst du ein bisschen einen kleineren Glauben für mich? Der ist mir zu groß. 100 Jahre ausgelacht zu werden, dass du ein Idiot bist, ein Schiff zu bauen, so ein riesiges Drum, wo es nie Regen gab. Da hat es überhaupt noch keinen Regen gegeben. Da war ein großer Wassergürtel um die Erde herum. Da war nur Morgentau. Es war immer nur alles feucht. Da war die Antarktis genauso tropisch wie die Tropik. Das ist alles dann heruntergekommen. Aber die haben dann aufgehört lachen. Amen. Lass sie lachen über dich. Sie werden aufhören lachen. Wenn Gott das tut, was er beabsichtigt durch dich. Amen. Aber er braucht dein Gehorsam. Blinden Gehorsam. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, über Glauben. Wir sagen, ich glaube, morgen wird es schön. Was ich sage, ich bin mir nicht ganz sicher. Amen. Dann haben wir auch in unserer Sprache, Glauben heißt nichts wissen. Und das hat sehr unsere Beziehung zu dem Wort Glauben verwässert. Und da hat zu mir ein amerikanischer Pastor gesagt, Maria, ich muss dir jetzt da ein bisschen helfen, was Glauben bedeutet. Da war ein Seiltänzer in New York, der hat zwischen zwei Häusern, Hochhäusern, sein Seil gespannt und eine ganze Woche trainiert. Und ein Pensionist hatte Zeit, ihm zuzuschauen. Nach 3-4 Tagen denkt sich der Pensionist, der Kerl geht auf dem Seil sicherer wie ich auf der Straße. Den möchte ich heute treffen. Und ging dorthin, wo er wieder rauskam, sagt, also Sie werden eine fantastische Vorstellung haben am Wochenende. Ich habe Sie die ganze Woche beobachtet. Sie gehen auf dem Seil sicher wie ich auf der Straße. Sagt er, danke vielmals. Ich habe mir heute überlegt, ich würde da gerne morgen einen Schubkarren über dieses Seil schieben. Würden Sie sich hineinsetzen? Habt ihr jetzt gespürt? Das ist das Gefühl des Glaubens. Amen. Wenn Gott dich wirklich im Glauben fordert, hast du dann Gefühle. Und da darfst du nicht schwach werden. Amen. Aber der ist schwach geworden. Er sagt, nein, danke. Das Angebot war ihm zu viel. Am nächsten Tag saß ein junger Mann in dem Schubkarren. Und der Seiltänzer hat es über das Seil geschoben. Der Pensionist war fertig. Aber er hat gesagt, hast du nicht Angst gehabt? Sagt er, wieso? Ja, in dem Schubkarren. Wieso hast du keine Angst gehabt? Sagt er, das war ja mein Papa. Wer hat dein Leben in seiner Hand? Ist es dein Papa im Himmel? Amen. Und wenn dein Papa sein Leben in der Hand hat, kannst du dich in so einen gewagten Schubkarren setzen. Er wird dich ans Ziel bringen. Hört ihr mich? Wer will, ja, also wisst ihr, ja, das Buch möchte ich euch unbedingt ans Herz legen, diese 40 Tage Reich Gottes, weil ihr seid jetzt in einer neuen Dimension im Reich Gottes. Und das wird jetzt anbrechen für die, die Gott auserwählt hat. Amen. Kann man das da hinauf projizieren, wo sie das bestellen können? Und ich glaube, ihr sollt es kaufen, auch für eure Pastoren, für eure Bibelkreise, für eure Familie. Ich mache es mit meiner Familie durch. Meine Kinder waren begeistert über diese ganzen
Gleichnisse, die da sind. Wisst ihr, da sind jede Menge Gleichnisse. Wie viel? 2, 4, 6, 8, 10, 18 Gleichnisse. Das Gleichnis von Wachstum und Saat, das Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis vom Senfkorn, das Gleichnis vom Sauerteig, das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme, vom verlorenen Sohn, vom Schatz im Acker, von der königlichen Perle, von den 10 Jungfrauen, von den ungleichen Brüdern, von den anvertrauten Talenten, vom klugen Haushalter, von den Arbeitern im Weinberg und vom großen Abendmahl. Amen. Und wisst ihr, Perlen, ich liebe Perlen, denn Perlen entstehen durch Irritation. Amen. In eine weiche Muschel kommt ein Sandkorn. Steht's drum? Ja. Kann man das lesen? Da könnt ihr es bestellen. Na, das ist zu klein. Also ich glaube, wo ist das bei welchem Verlag? Amazon Verlag. Ja. Könnt ihr es bestellen. Bitte, bitte kauft das Buch. Ich glaube, das ist das zur Zeit, für diese Zeit, beste Buch zu studieren. Denn da kriegst du Reich Gottes Prinzipien in deinen Geist. Amen. Und ohne die Reich Gottes Prinzipien kommen wir in diesem neuen Reich nicht durch. Wir brauchen ein neues Verhalten in unserem Herzen. Amen. Da geht es um Geben, nicht um Raffen. Da geht es um, ja, das macht es durch, okay? Also Kinder Gottes sind dazu berufen, das Reich Gottes in der Welt aufzurichten. Also Kolonialisten zu werden des Reiches Gottes. Amen. Das ist die einzig richtige Kolonie, whatever. Das andere waren alles so Spielchen vom Teufel. Wisst ihr, der kennt die Prinzipien, aber er verwendet sie für sich an. Und jetzt sind die Chinesen dabei, das in Afrika anzuwenden, aber wir werden sie stoppen. Amen. Amen. Wir sollen als Werkzeug Gottes auf dieser Welt wirken. Amen. Das Problem ist aber, dass die meisten Kinder Gottes das Reich Gottes von außen anzapfen wollen, um ihre Probleme zu lösen und um aufzutanken. Wir sollen aber Reich Gottes in uns hineinbekommen. Amen. Und dann wird die Welt verändert werden. Seid ihr begeistert? Gut. Weißt, manchmal seid ihr so betreten, dann seid ihr so ruhig, manchmal schlaft ihr ein, dann seid ihr so ruhig. Reich Gottes soll entstehen durch jeden von uns. Amen. Und da rate ich euch, der Herr sagt, er hat jeden Tag gute Werke vorbereitet. Dass wir darin wandeln, da musst du überhaupt nichts einfallen lassen. Ja, da ist schon vorbereitet, wir sind ja Schafelen. Schafelen sind nicht die Gescheitesten, das sage ich euch. Die brauchen einen Hirten, der alles vorbereitet. Muss ich euch ein paar nette Geschichten erzählen. Ich sag's euch, ich habe mich schief gelacht. Bin ich beim Lidl hier, will Brot aus der Vorrichtung holen, steht neben mir eine Frau, die hat ausgeschaut, als wäre sie in Zitronensaft getauft. Dann hat der Herr gesagt, sprich zu ihr. Dann habe ich gesagt, liebe Frau, sagt sie, ja, sage ich, ich habe eine Botschaft für Sie. Und die wäre, Gott hat einen super guten Tag, als er Sie erschaffen hat. Was haben Sie gesagt? Jetzt waren schon ein paar Leute da. Sage ich, Gott hatte einen super guten Tag, als er sie erschaffen hat. Das glauben Sie? Schon alle gelacht. Ich sage, Gott macht keinen Mist. Und wie er sie gemacht hat, hat er einen super guten Tag gehabt. Jetzt möchte ich, dass Sie morgen in den Spiegel schauen, in der Früh und gleich sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass du einen super guten Tag gehabt, wie du mich gemacht hast. Na, wäre es halt probieren, hat sie gesagt. Bitte, der Franz von Assisi hat gesagt, predige Jesus beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, in der Arbeit, in der Freizeit. Und wenn es notwendig ist, verwende auch Worte. Amen. Amen. Es hat neulich jemand zu mir gesagt, wer sind Sie? Sag ich, wieso? Ich kriege Gänsehaut neben Ihnen. Dann habe ich gesagt, es wird der Heilige Geist sein. Ach so, hat er gesagt. Ich habe gesagt, haben Sie Ihr Leben schon Jesus übergeben? Ja, das möchte ich eigentlich. Sage ich, machen wir. Machen wir es gleich. Aber es macht. Amen. Und wisst ihr, in Uganda,
da gibt es auch, also es kann manchmal sehr kühl sein, so, wenn es ganz kalt ist, 16 Grad, aber es geht der Wind und da haben wir gedacht, so ein Schwedenofen wäre was Schönes, ja, für mich in Afrika, so ein bisschen ein Feuerle mal. Gehe ich da unten in den Baumarkt, komme hinein, kommt eine Dame auf mich zu und dann sagt sie, wer sind Sie? Sag ich, wieso? Sagt sie, ich fange Schweben an vorher. Neben Ihnen, sag ich, ja, vielleicht ist der Heilige Geist. Sagt sie, ja, ja, das haben wir mal gedacht. Gänsehaut habe ich auch. Dann sage ich, ja, sind Sie gläubig? Sagt sie, noch nicht, aber ich wollte es eigentlich schon lang. Sind wir hinter Regale, hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Wunderbar, wunderbar. Dann hat sie gesagt, und was brauchen Sie? Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Schwedenofen. Da kann ich Ihnen helfen, hat sie gesagt. Vor 3 Jahren hat ein Türke einen Schwedenofen bestellt, angezahlt, aber nie abgeholt. Und der ist verschwunden. Den verkaufe ich Ihnen für den Rest des Betrages. Der steht bei mir unten, in Uganda. Und dann haben wir einen Kamin bauen lassen. Und die guten Afrikaner, damit es nicht reinregnet, haben sie ein Dach. Ich habe das erste Mal Feuer gemacht, wir sind alle erstickt. Der Rauch war im ganzen Raum. Die sind so lieb, weißt du, die wollten, dass nichts rein, dass keine Vögel reinkommen. Ich glaube, die haben jedes Nest da oben schon gemacht. Ihr Lieben, da habe ich gesagt, was soll ich machen? Jetzt habe ich künstliches Feuer mit Elektrizität. Es schaut so aus wie echtes, ja, aber es raucht nicht mehr, ich sage es. Ah, es ist so lustig, mit Gott durchs Leben zu gehen. Amen. So lustig. Ich habe euch ja schon gesagt, mit den Polizisten, ja. Sie wollen nur hören, dass Gott sie liebt. Ihr Lieben, diese Welt braucht Liebe, Freude und Humor. Amen. Humor. Nicht um andere lächerlich zu machen, aber um aufzuheitern. Amen. Ich habe schon erzählt, dass ich dauernd auf den Mund gefallen war früher. Aber ich habe es gesagt. Das habe ich erzählt. Göttliche Schlagfertigkeit. Ihr könnt beten dafür. Ihr könnt beten dafür. Wer lebt in dir? Jesus, der Heilige Geist. Ist der einmal auf den Mund gefallen gewesen durch Jesus? Der hat immer die richtige Antwort auf zur richtigen Zeit für die richtige Person gehabt. Und den setzt du frei, durch dich zu wirken. Amen. Gott hat dich, ja, nein, da muss ich auch noch eine Geschichte erzählen, von einem Bekannten von mir, ein Berufsschullehrer, der gläubig war, aber immer gedacht hat, er hat zu wenig Bibelwissen, er kann nicht Zeugnis geben, er ist noch zu wenig fundiert im Wort. Und dann kommt eine neue Lehrerin in diese Schule. Und dann geht er bei der Tür, bei dem Zimmer vorbei, sieht er, wie sie die Kristallkugel aufbaut und einige andere okkulte Sachen. Denkt er sich, um Gottes Willen, was hast du uns da gebracht, Herr? Sagt der Herr, ein Fall für dich. Sagt er, wie bitte? Sagt der Herr, ja. Geh zu ihr, grüße sie freundlich, heiß sie willkommen und schau ihr so lange in die Augen, bis sie Jesus sieht. Jetzt hat er mal die Frau angerufen, ja. Die hat schon aus Eigennutz gebetet. Dass da nichts passiert, mit der er so lange in die Augen schaut. Ja. Er ging ins Zimmer zu ihr, hat sie gegrüßt und hat nur in die Augen geschaut und hat immer nur gesagt, Jesus, innerlich, Jesus, Jesus, Jesus. Am Zeitalter hat er sich verabschiedet und ist gegangen. Einige Tage später ruft sie ihn an und sagt, Herr Kollege, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Seit Sie mir so in die Augen geschaut haben, sehe ich den ganzen Tag nur Jesus. Hat der Bibelstudium gebraucht? Nur Gehorsam und die Gegenwart Gottes. Amen. Vor der letzten Präsidentenwahl, und weißt, Gott tut dann alles, er führt alle Wege. Vor der letzten Präsidentenwahl sagt der Herr zu mir, ich soll zum Präsidenten sagen, alle Berge sind geebnet, die Täler gefüllt, sein Weg ist frei, er wird wieder mit großer Mehrzahl gewählt. So, Herr, lustig, wie bringe ich das zum Präsidenten? Ja. 3 Tage vor der Wahl, das war seine letzte Wahlrede, hält er eine Rede, direkt neben uns, also 5 Minuten zum Gehen, in einer großen muslimischen Schule, und weil die haben die nötigen, da kommen immer Tausende von Menschen. Und dann habe ich gesagt, ah, Herr, da gehe ich nicht hin, ich sitze stundenlang in der Sonne
und sitze dann weit weg, da erwische ich ihn ja gar nicht. Das musst du einen Weg schaffen. Er kommt immer zu spät, immer. Seine Frau ist pünktlich, aber er kommt immer zu spät. Sagt, na Herr, ich gehe arbeiten. Und dann bin ich im Büro. Eine Stunde später kommt der höchste Sicherheitsbeamte von der Regierung zu mir. Sage ich, was habe ich falsch gemacht? Sagt er, gar nichts. Der Präsident schickt mich zu dir. Er bittet um die Erlaubnis, ob er mit seinem Hubschrauber auf deinem Fußballplatz landen darf. Da habe ich gesagt, es ist eigentlich sein Land, da braucht er nicht fragen. Er kam, ich habe jetzt die ganze Arbeit, unser Café ist direkt gegenüber vom Fußballplatz. Habe die ganze Arbeit mitgenommen, dort gearbeitet, bin alles fertig, habe gesagt, was mache ich jetzt? Da waren wirklich Hunderte von Sicherheitsbeamten. Ja. Sind alle rumgesessen, hat der Herr gesagt, missionieren, jetzt gehst du mal mit alle reden, Bücher verschenken. Das habe ich dann herzhaft gemacht, habe ich einige zu Jesus geführt. Und dann kam er. Na, dann habe ich noch angefangen, kleine Papierchen aufzusammeln, damit alles schön sauber ist, wenn er kommt. Dann haben sie gesagt, Mama, lass den Hubschrauber kommen. Da ist kein Papier mehr weit und breit. Der räumt auf. Riesenhubschrauber. Und dann kommt er. Natürlich, ich habe mit meiner Tochter Blumen überreicht. Das musste alles geprüft werden. Keiner durfte hin. Dann sind wir zum Hubschrauber, durften sie empfangen, ihn und seine Frau. Und weil er so zu spät war, hat er gesagt, Mama Maria, ich muss gleich weiterfahren, aber ich komme zurück. Ist er gleich weitergefahren. Dann haben wir gewartet. Dann kam er nach einer Stunde. Dann war es schon dämmerig. Und unser Fußballplatz hat kein Licht, ja, und ist auch nicht der ebenste. Und dann bin ich hin zum Auto zu ihm. Dann sind die Wachbeamten gekommen. Na, da darf die Mama Marie nicht gehen, das ist zu gefährlich, das ist zu holprig. Ja. Sagt der Präsident, packt er mir unter den Arm, sagt er, die Mama Maria geht mit mir. und da war der Präsident und da war die Frau. Und dann habe ich gesagt, Herr Präsident, Papa Präsident nenne ich ihn, Papa Präsident, Gott hat mir ein Wort gegeben und das tue ich, dass ich dich jetzt noch sehe, ist die Führung vom Heiligen Geist. Ich habe nicht gewusst, wie er das sagen kann. Dann habe ich ihm das gesagt. Dann hat er gesagt, danke, das ermutigt mich jetzt, danke. Der Sieg ist bereits in Gottes Händen. Und dann waren wir beim Hubschrauber, bevor sie eingestiegen sind, habe ich gesagt, und Papa Präsident, du hast eine Wahl in deinem Leben getroffen, die nicht nur unsere Nation, sondern die Welt segnet. Wow. Was ist das? Ich habe gesagt, dass du diese Frau geheiratet hast. Die beste Landesmutter, die wir uns vorstellen können. Sagt er, danke, sind sie eingestiegen. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir zu den Höhen. Er macht uns zum Kopf, nicht zum Schwanz. Amen. Aber das führt er alles. Amen. Ich bin mit keinem Titel mehr beeindruckt. Aber schon mit gar keinem mehr. Ich bin nur beeindruckt von der Salbung Gottes. Aber alles andere ist weltlich. Schnurzegal. Amen. Ich habe euch doch gesagt, dass der Herr, aber vielleicht habe ich es auch eh schon erzählt, aber dass der Herr gesagt hat, er wird mich sehr in der Regierung verwenden. Und ich gesagt habe, bitte langsam, Herr, sehr langsam, ja. Mit Politik will ich nichts haben, am Hut haben. Aber dann gehe ich zu diesem Gebetsfrühstück. Habe ich das erzählt, wie der hohe Minister, ich glaube, es war sogar der Premierminister, auf mich zukommt und sagt, Mama Maria, ich habe eine Botschaft für dich, sage ich, und die wäre? Du bist extrem präsent in unserer Regierung. Sag ich, wie bitte? War ja noch nie dort. Sagt er, das brauchst du nicht. Sag ich, ja, was ist da los? Du hast deine Vertreter. Sag ich, wirklich? Wer ist mein Vertreter? Sagt er, die First Lady hat vor gesammelter Regierung verkündigt, wenn sie in jedem Bezirk eine Mama Maria hätte, hätte Uganda keine Probleme mehr. Fühlst dich so groß mit Hut. Amen. Das kann nur Gott machen. Glaubt ihr, dass ich einmal so eine Idee hatte? Ich bin nur gekommen, um ein Segen zu sein. Ich habe keine Ahnung gehabt, was Gott mit dem vorhat. Und jetzt, der hat gesagt, das ganze Werk kommt auf eine hohe internationale Verantwortung. Jetzt wollen die Vertreter von der Jewish Agency in Jerusalem kommen, um zu prüfen, ob wir ein Modell-Kibbutz für ganz Afrika werden können. Es ist unwahrscheinlich. Dann habe ich gesagt, ja, ihr werdet wahrscheinlich alles finden, was ein Kibbutz hat in Israel. Aber wir sind nicht Selbstversorger. Die müssen alle sich selbst versorgen. Sagt er, da macht er keine Probleme, keine Sorgen. Da bringen wir die letzten Erfindungen von Israel und bauen euch
Fabriken und ihr. Und du schickst uns die ganzen Afrikaner und die Schulmer ein und das sind eure Fabriken. Fühlst dich dauernd so groß mit Hut. Amen. Kannst du da irgendeine Ehre auf dich nehmen? Ha? Unmöglich. Aber ich habe jahrelang gebetet, jahrelang, weil ich so verspottet wurde von meiner Familie. Ich sage, Herr, segne mich so sehr, dass die alle zugeben müssen, dass ich einem wunderbaren Gott diene. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. So groß, dass keiner mehr versteht, warum er das mit dir macht. Amen. Und du auch nicht. Ich verstehe es schon lange nicht mehr. Ich habe zum Herrn einmal gesagt, wie kannst du, das dürft ihr jetzt aber nicht sagen, okay? Wie kannst du so eine alte Schachtel auswählen, sowas aufzubauen? Dann hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Dann habe ich gesagt, da bin ich jetzt blöd dazu. Ich habe ein großes, lächelndes Gesicht gesehen. Amen. Der Herr braucht keine Gescheitköpfe. Er braucht nur Leute, die sich zur Verfügung stellen. Mit allem, was sie sind und haben und können. Und er wird dann alles durch seine Gnade freisetzen. Amen. Der Sebastian Kurz liest schon mein Andachtsbuch. Haben Freunde von mir ihm gegeben. Und er liest es und jetzt will er mich treffen. Das sind alles Sachen, die du dir nie hättest vorstellen können oder auch erreichen können in deiner eigenen, überhaupt nicht. Also Gott wird Dinge tun, die dich permanent überwältigen. Und permanent zum Staunen bringen. Ich glaube, Gläubige kommen aus dem Staunen nicht heraus, weil Gott so mächtig wirkt. Amen. Und ihr wisst ja, dass Jesus das Leiden auf sich genommen hat für die Freude, die vor ihm lag. Und wir sind seine Freude. Das war für mich am schwersten zu verstehen. Ich habe gesagt, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich glaube dir. Amen. Wir sind seine Freude. Und wir sind in dieser Welt um diese Freude. Und Freude, ihr Lieben, im Englischen Joy, J-O-Y, Jesus, others, yourself. Amen. Jesus immer an erster Stelle. Meine Familie hat jahrzehntelang nicht gewusst, wie sie mir einstufen sollen. Dauernd, mein Vater hat gesagt, die wird euch auf der Tasche sitzen, hat er meinen Geschwistern gesagt. Die spart ja nie was, die schenkt alles nur her, da gebe ich nicht einmal ein Erbe. Da habt ihr noch ein Problem mit der Schwester. Gott hat mich so gesegnet, dass ich sie alle nehmen kann. Ich bin mit Abstand auf dem Papier die Reichste, aber Kern hat mir gar nichts. Bin nur der Verwalter. Amen. Gott hat mich so gesegnet. In eines meiner Häuser habe ich schreiben lassen, dieses Haus ist mein und doch nicht mein. Beim nächsten wird es genauso sein. Den dritten trägt man auch hinaus. Jetzt sagen wir bloß, wem gehört das Haus? Aber wir dürfen alles genießen, aber nichts besitzen, sonst werden wir besessen. Amen. Wer ist bereit, ein heißer, radikaler Kolonialist zu werden für Jesus Christus, für das Reich Gottes. Steht auf und wir beten miteinander. Und ihr Lieben, es ist nur ein einfaches Gebet, es ist nur ein dich zur Verfügung stellen. Dann betet mit mir, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass ich ein Gedanke deiner Liebe bin. Deiner Schönheit, deiner Kraft, deiner Herrlichkeit. Ich danke dir, Vater, dass du mich liebst. Wie deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, Vater, dass ich für dich wertvoll bin. So wertvoll, dass du dein Liebstes gegeben hast. Deinen Sohn Jesus Christus. Und danke, Jesus.
dass du gehorsam warst bis in den Tod. Aus Liebe zu uns. Aus Gehorsam dem Vater gegenüber. Und Vater im Himmel, ich stelle mich jetzt zur Verfügung. Zu deiner Verfügung. Du kannst machen mit mir, was du willst. Wie du willst. Wo du willst. Wann du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren. In meiner eigenen Identität. Ich will durchbrechen in meine Identität in Jesus Christus. Ich will dir allen Raum geben, den du brauchst in mir. Aber verherrliche deinen Namen. So sehr, dass alle zugeben müssen, die mich beobachten, dass ich einem herrlichen Gott diene. Mach mich zum Segen für Tausende. Und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Herr Jesus, ich bin dein. Und du bist mein. Und Heiliger Geist, übernimm die Führung in meinem Leben. Und du darfst mich auch züchtigen. Wenn ich es notwendig habe. Aber bitte mach es mit dem geringsten Aufwand an Schmerz. Und mit in der kürzestmöglichen Zeit. Ich will ein fruchtbares Leben erhalten. Ich will mit einem Heer an Gläubigen vor deinem Thron erscheinen. Die durch dein Wirken durch mich zu dir gekommen sind. In Jesu Namen. Und ich verspreche dir, dass ich alle Ehre immer dir gebe. Aber ich behalte die Freude. Danke, Vater, dass du mein Gebet erhört hast. Und dass mein Leben nicht mehr furchtbar ist, sondern fruchtbar. Amen und Amen.